Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Und endlich ist es soweit, wir können auch Resident Evil Village spielen. Und mit dabei ist natürlich auch wieder unser schöner Steve. Servus, grüezi und hallo, alle miteinander. Ja, wie ihr bestimmt gerade mitbekommt, seht ihr von mir heute kein Bild, sondern nur noch meine Stimme. Der Grund dafür ist einfach, heute ist mein selbsterkorener Nudistentag. Und das will keiner sehen von euch. Der Horror in diesem Spiel ist schon schlimm genug. Ich möchte euch nicht noch mehr zumuten. Aber gesagt ist gesagt. Damit bin ich heute die ganze Zeit nackig. Viel Spaß mit diesem Kopfkino. Und ich werde Benny heute nur mit meiner bezaubernden Stimme unterstützen. Oh, Benny, geil. Es ist endlich draußen. Ich hab so Bock drauf, wirklich. Ich hab so Bock drauf irgendwie. Was haben wir gewartet auf den Scheiß, wa? Ja, auf jeden Fall. Also, das war, hat lange genug gedauert. Und deswegen würde ich sagen, gar nicht lange schnacken, sondern direkt rein ins Spiel. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Okay. Ja. Hast du was gesagt? Nichts. Bring sie ins Bett. Nein, nein. Nö, nö. Ja, krasses Intro, oder? Also, was Intro ist es ja nicht, ne? Die Geschichte. Wollte gerade sagen, so pädagogisch wertvoll für das Alter. Das ist fragwürdig. Das ist fragwürdig, ja. Aber die Grafik sieht ja mal, oder?
Also Butter mit ganz viel Sahnehäubchen oben drauf aus. Ach, guck mal hier schön die Natural Sense. Natural Sense. Ja, dann bring mal die kleine Pupsgranate mal ins Bett hier. Den kleinen Wonne-Portman. Weil aber ich hatte aus, mir. Schöne Wohnung. Ja, ich hatte aber mir irgendwie vom Gesicht her anders in Erinnerung. Naja, vielleicht hat sie einfach durch die Schwangerschaft noch ein bisschen Reserve. Ne? Kann ja sein. Ist ja, also. Oder vielleicht ist auch einfach mal nicht 3 Jahre in einem Keller eingesperrt gewesen. Das kann man, da kann das Gesicht doch mal wieder ein bisschen nach Leben aussehen. Guck mal, was sieht hier schon? Das sieht wirklich sauber aus. Ich guck mal hier. Oh. Aber gleich erstmal ein Bild gemacht, Charles. Schön. Und hängt schon. Mädchen. Was ist das denn? Eine Winterlandschaft. Ja. Winter Wonderland. Spiegel ist abgehangen. Erstmal hier alles öffnen. Erstmal alles gucken. Okay, genau. Komm, bringen wir die Kleine erstmal ins Bett. Das ist ja gut. Beruhig dich. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's ja gesagt. Das ist noch nichts für dich. Ja, genau. Der war schon Schüsse kriegt davor. Ja. Kam mir ein bisschen vor wie Little Nightmares. Ja, mir kommt es gerade ein bisschen. Just im Moment so ein bisschen wie Visage vor ihr. Ja? Oder ein bisschen wie Hellseed. Von der Wohnung. Das stimmt. Aber schön eingerichtet, ne? Also, sieht super, könnte mir auch gefallen. Klar, hier die Tür mit der Tapete und so ist jetzt nicht so geil. Und warum man jetzt da vorne, ist das auch ein Spiegelschrank, der abgehangen wurde? Warum sind denn alle Spiegel abgehangen? Ja, komm, vor allem, wie sieht das hier aus? Naja, das hat wahrscheinlich gerade noch eingezogen. Okay, komm, wir gehen woanders hin. Das wird aber nicht das Kinderzimmer sein. Kann ich eigentlich, nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade gucken, ob ich rennen kann oder laufen kann, ein bisschen schneller. Aber doch nicht mit dem Kind im Arm. Kleine. Okay. Fällt mir richtig gut, die Bude. Guck mal, so sieht ein Schlafzimmer aus. Und auch hier der Spiegel abgehangen. Stimmt. Was ist da los? Keiner darf wissen, wie Ethan aussieht, oder was? Rose hinlegt. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Ja, das ist wohl wahr. Na, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um, oder? Dann gehen wir doch mal in den Arbeitsbereich. Ein Laptop, Alter. Ja, den hat er doch mitgenommen. Komm, der ist aus Resident Evil 7. So wie der aussieht. Ah, 6.2.2021. Mir und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Ja, ist ja kein Wunder, hallo? Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Wie geht's denn hier weiter? Ah, so. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich mir sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Okay. Ja, man hat schon ganz deutlich gemerkt, wa? Sobald man unten das Thema auf die Vorfälle gebracht hat, ja. Ist der pumpig geworden. Das ist so ein Thema, das sollte man wahrscheinlich meiden. Oh, guck mal, Name Rose, Rosemary Winters, Geburtsdatum 2.8.2020, Größe 62,3 cm, Gewicht 6,57 kg. Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe, keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkung, Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Was? Applefeld Memorial Krankenhaus. Ja, muss ja natürlich das Kind auf testen, mal. Irgendwie, wenn die Mutter. Kein Grund zur Sorge. Im ganzen Dreck da ausgesetzt war. Ja, das stimmt. Und besessen war, oder beziehungsweise, ne? Die Leute, die Resident Evil 7 noch nicht gesehen haben, ja, hier oben ploppt gleich so ein Link auf. Irgendwie einfach mal raufklicken und ihr könnt dem wunderbaren Let's Play diesbezüglich folgen. Gerne. Damit ihr wisst, wovon wir reden. Ach, guck mal hier. Rose Lieblingsspielzeug. Das bin ich ganz weit von dir weggepackt. Sehr sinnvoll. Aha, guck mal, auch hier heiratet. Ach, wie schön. Guck mal, schauen wir uns doch mal an. Ach, siehst du, das ist doch das obere Bild, das aus dem Video, was sie geschickt haben.
Warte. Können wir nochmal zurückblättern? Blättern nochmal zurück. Wo die da, ich glaube, in dem Intro von Resident Evil 7. Oh, Ethan, ich bin so glücklich. Das war doch irgendwie auf dem Boot. War das? Müsste man sich nochmal angucken, da muss man einfach nochmal reinschauen. Muss man nochmal gucken. So, was haben wir hier? Die Schwangerschaft. Ah, da, schwanger. Ja, ist schön gemachtes Bild. Mein CV-Fotobuch. Ah, kiek mal hier. Ich wünschte, es könnte immer so bleiben. Ja. Das ist geil. Hier unten links schön das Affenkostüm. Und hier rechts schön Strandparty. Achso, weiter geht's nicht. Okay. Das war's. Na, älter ist er noch nicht. So. So, dann lass uns doch mal zu unserer Frau runtergehen und mal gucken, was es hier zu essen gibt. Weiß ich, wiederhole mich. Was mir gefällt, diese Taus, ne? Ja, also ich würde ja also auch jetzt mal klar, so einige Sachen könnte man natürlich austauschen, so vom Dekor her, aber so rein von der, vom Aufbau her, von der Raumanordnung. Super. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Oh Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schafft ihn hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir.
ist. Da muss ich rangehen. Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist schon da. Das ist ein sicherer Kanal. Wo haben wir das? Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Ja, Benni, okay. Komm, lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt losrennen hier, irgendwie kurz Fakten auf den Tisch. Also, wir kennen keine Fakten. Ich persönlich habe jetzt noch nichts gesehen, YouTube-technisch irgendwie, um mich nicht spoilern zu lassen. Aber, also entweder ist Mia nicht Mia oder Chris nicht Chris. Richtig. Also, diese Kaltblütigkeit, mit der da reingelaufen ist. Irgendwie, und die sagt halt, ja, na hier, knall erstmal alles weg und sagt ja aber nicht Ethan irgendwie. Und hier, ihr Wehrkolben in die Fresse und schafft ihn raus und jemand auf den Pinsel, fasst meine Jacke nicht an und der ganze Scheiß. Das ist nicht der Chris, den ich kenne. Aber finde ich schon krass. Also mir fand ich jetzt gerade mega anstrengend als Person, als Charakter irgendwie. Also da ist da irgendwas nicht richtig. Ja, die weiß irgendwas und erzählt wieder mal nichts. Das ist wie schon wie bei Resident Evil 7. Ja, also, genau. Ja, wir gucken mal einfach. Oh? Irgendwas läuft doch da wieder verkehrt. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, wir legen los. Okay, komm. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die Akte an. Missionsziele. Ziel eliminieren. Leiche sicherstellen. Bergung von Rosemary und Ethan Winters. Überführung von Rosemary und Ethan Winters zum Standort C. Für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Officer als Begleitung während des Transports. Guck dir nochmal den sicheren Kanal an. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt gleich kaputt gegangen beim Auflegen. So, kann ich hier unten irgendwie? Kann ich hier nochmal rein? Kann ich hier irgendwie was mitnehmen? Hast du eine Waffe dabei? Junge. Hast du irgendwas an dir? Nee, das ist einfach nur schon schockgefrostet. So, wo sind wir überhaupt hier? Also, wir sind jetzt hier irgendwo Winter Wonderland anscheinend schon wieder. Vielleicht ist das Auto irgendwo runtergeklatscht irgendwie, weil ich sehe auch keine Straße und nicht hier. Aber der Blinker geht. Aber der Blinker. Auf jeden Fall sind hier Spuren. Dann folgen wir denen. Geht das auch schneller? Nee. Schade. Ist ja mal die Frage, kannst du deinen Namen schreiben? Wahrscheinlich würde bloß E.T. nachher dastehen. Aber das wäre ein nices Gimmick. Einfach so hier hinstellen, eine Taste drücken und dann irgendwie. Ja. Oh. Wir waren bei Postal oder war irgendwie drauf, wa? Ja, aber anderes Spiel. Anderes Spiel. Okay, jetzt hier geht's wieder bergab. Also irgendwo nirgendwo, Alter. Es ist. Also, da hat ich auch keinen Bock drauf, wa? Warte mal, stopp mal. Liegt rechts von dir? Liegt da was? Oh! Zutritt verboten. Do not enter. Do not enter. Du darfst da nicht rein, Benni. Ist verboten. Du darfst da nicht rein. Ah, siehste. Wie lange ist deine letzte Tetanus-Impfung hier? Oh, ist der Hocker aufstehen. Okay. Bitte? Was war das? Oh. Warte mal, war mit Federn? Ja, Blut ja. Und Federn? Blut und Federn. Aha. Vor allem, ich habe hier noch weiter rascheln gehört. Freue ich mich ja. Aha. Ach, guck mal. Nö, nee, ist klar. Alter, hier haben sie ja irgendwelche Rahmen zerlegt. Alter. Hörst du das? Ja. Und ich bin so froh, dass ich nicht der Spielende heute bin. Ja, toll.
Ist ja mal ein richtiges kleines Massaker. Kleiner Geflügelsalat geworden hier. Oh, also hört sich an, als ob da irgendwie ein Hund irgendwas knurrt. Oh. Okay. Irgendjemand mochte die Flügel nicht. Ja, ist klar. Welche schlagen? Mann! Haben wir eine Waffe? Hast du überhaupt was irgendwie bei? Nein, nee, ich hab nix. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Inventar, kann ich nicht aufrufen? Ja, ist ja gut berüchtigt, halt, du Vogel. Du Vogel, ja, genau. Oh, neblig und ich sehe nichts. Oh, ich höre nur was. Ich hasse dieses Rascheln. Auch ja, gehe ich jetzt da lang oder gehe ich da lang? Blutspur, ne? Ich würde sagen, folge der Blutspur. Aber die selbst sieht ja nicht mehr da. Ab durch die Struppe und durch die Okay. Ja. Hinterher, der will nur spielen. Der tut ja. So, was haben wir hier? Ein kleines Flüsslein. Ja. And the river. Es ist auch super dunkel gerade, also. Ja. Und Müll im Wald hier. Kick dir das an. Oh, guck mal, ein Kocher. Guck mal hier, oh, schön Campingkocher. Oh, schön. Ein Gaskocher. Ein paar Reifen. Schön. Wo ist da irgendjemand über den Zaun gehüpft? Ja. Ich hab da auch was gehört. Ach, du meine Fresse. Nö. Also meine Gummistiefel, die da gerade standen. Ne? Also, die sind aber mal dreckig, Freunde. Jetzt guck dir das mal an. Die hat keiner sauber gemacht. Okay, wenn das dein einziges Problem ist, du, oder, ne? Ja, so stellt man keinen Besen hin. Oh Gott, oh, was für eine arme kleine Hundehütte ist denn das? Das ist irgendwann ein kleiner Hund. Und vor allem bei dem Wetter draußen. Nee, ey. Ja, eben. So, na dann. Ich will, ja, haha. Ich wollte noch gar nicht rein. Ich hasse das, wenn das Spiel irgendwann übernimmt und du nicht mehr zurück kannst. Ja, kenne ich gut. So, können wir hier irgendwas mitnehmen als Waffe? Hier, so ein Schraubenschlüssel. Rückwärts für ein Handfeher. Doch, ich nehme die Handtasche. Du, die tut so viel für dich. Würde Guido Maria Kretschmer jetzt sagen. Ja. Na dann wag dich mal rein. Oh, Bier. Bier. Was ist das? Dalvi-Bier? Dalvi-Bier? Dalvi-Bier. Alter, das ist aus Louisiana. Das ist doch die Drecksecke aus Teil 7. Das war doch in Dalvi. Echt? Ja. Okay. Also, hat ja. Aha. Das wow. Nehmt mit. Ja, ist Kartoffeln damit. Ein paar Kartoffelchen. Oh Mann. Ist ja gar nicht. Guck mal hier. Oh, dann grünes Kraut. Oder kann man grünes Kraut? Nimm mit. Heilung. Fotografiere dreckiges Wasser. Ja, genau. Nächste Mutprobe. Benutze die Zahnbürste. Oh, ein paar Tablettchen. Nasi-Wiedensäge da stehen, ne? Hat einer scheinbar einen kleinen Heuschnupfen. Knofi, schön. Ja. Pilzscheite. Ja, im Groben und Ganzen sehr rustikal und anheimelnd. Was war das? Ist ein Holzhaus, das knackt nun mal. Nimm dir lieber nochmal eine... Ah! Es knackt. Kannst mich mal am Arsch lecken, es knackt. Ich versteck mich im Schrank. Nicht bei Outlast. Ich höre einen Hubschrauber. Mhm. Oder? Was ähnliches. Ich mach mal ganz kurz nochmal um. Auf dem Bett lag da noch irgendwas? Nee.
Im Schränkchen auch nicht. Da nochmal eine Flasche Divi-Bier. Divi-Bier? Also man merkt halt schon irgendwie, ich denke mal, die Marke oder der Markenname ist jetzt halt einfach nur, da haben sich halt die Entwickler halt Spaß gemacht irgendwie, aber man merkt schon, die wollen mit Biegen und Brechen halt den Link zu Resident Evil halten, ne? Irgendwie von der Spielverlinkung her. Ich hab so gar keine Lust, da so lang zu gehen. Hallo? Im Keller. Dann ab bitte. Ach du Scheiße. Ja. Wollen wir einfach wieder rausgehen? Ja. Hier zurück zum Auto. Alter, was ist denn hier los? Ja. Bauballon. Wunderbar. Okay, komm. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Schon bin ich wieder in Louisiana, Alter. Aber ich war so froh, dass du die Resident Evil Teile gespielt hast, oder? Ja, deswegen ist das Privileg, dass du das hier spielen darfst, jetzt bei dir. Hier wieder grünes Kraut. So, kombiniere verrottetes Kraut mit verrottetes Kraut. Hallo? Jemand da? Jemand hier? Hello, hello, hello. Wenn du wirklich jetzt irgendwas finden kannst, der Typ hat eine, oder diese Person, die da wohnt, hat sehr viele Handwaschbürsten. Oh, hier, untersuchen. Bild. Wie kann ich das? Was ist das denn? Ja, das okay. Ist ein stark ikonisiertes Bild, würde ich sagen. Wie kann ich jetzt wieder? Achso, so, okay. Wollte gerade fragen, wie kann ich das jetzt wieder hinlegen? Ja, ist ein bisschen feucht, der Keller. Ja, das ist. Mann! Hör auf mit dem. Brad, oh, was ist das? Mit dem Scheiß. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Das ist doch. Mann, das ist, geh weg hier. So ein Silent Hill Speichermenü. Punkt. Oh, hier, guck mal, hier, schöner Teppich, ja, du. Der Schakruk. Der gute Schakruk. Der Schakruk. Also, ich bin ja auch ganz froh, dass du mit dabei bist. Ne? Da habe ich noch ein bisschen Ablenkung. Finde ich ganz angenehm, auch wenn du jetzt nicht bildtechnisch dabei bist, aber zumindest, unterstützt du mich so ein bisschen. Oh, und du erinnerst dich, was passiert, wenn man Kleiderschränke öffnet, Benni? Ich kenne Kleiderschränke aus Visage. Richtig. Ah, Gott. Was klackert hier? Ist das jetzt hier der Ding hier, oder was? Ich will da nicht. Ich möchte. Mach doch. Nein! Da ist bestimmt der kleine Hund drin nur, der Chihuahua. Ja, jetzt kommt so ein Vogel oder eine Ratte rausgerannt oder sowas. Ja, siehst du? Eine Ratte! Alter! Oh Gott. Und weiter? Na, ich schätze mal, jetzt passiert's, wenn wir uns umdrehen. Nee, ich geh einfach rückwärts. Ich dreh mich nicht um. Dreh dich doch mal um! Ich konnte mich gerade nicht umdrehen. Was ist denn alles passiert, bitte? Ich hab keine Ahnung. Ich bin nur rückwärts gelaufen. Was ist da jetzt ein Balken runtergekommen oder was ist da passiert? Ich guck gerade, was sich verändert hat. Bin ins Haus reingefahren? Jetzt geh halt schnell hoch, Benni. Okay. Schnell nach oben. Ich hab keine Lust mehr. Warum ist das hier unten? Oh, das Device kaputt hier. Fuck you, ey. Fuck you. Ich höre dich. Oder hingerannt? Ja, kam mir ein bisschen zu nah gerade. Der Schrank. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Was meinst du, die Taktik einfach schlecht wegzugucken bringst? Ich wusste nicht, X. Ich wollte rückwärts laufen und drück auf X versehentlich und dann drehst du dich anscheinend um. Schön. Nein, wenn ich das Böse nicht sehe, sieht das Böse mich auch nicht. Achso, jetzt kann ich mich hier runter. Nee, genau. Ach, so wie früher Verstecken spielen, weißt du? Du siehst mich nicht. Ach, geil, Grafik sieht echt krass aus. Ich glaube, ich habe gerade Grafik gesagt. Mit K. Ja, tolle Grafik. Oh, schau mal. Vor allem jetzt auf einmal ist es hell draußen. Ja, es ist jetzt Tag geworden. Stimmt. Dann können wir erstmal nochmal hier hinten lang gehen. Mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwie was Schönes finden. Okay, hier kommen wir nicht mehr raus. Schade. Aber wir finden hier auch nichts. Gut, denn. Gucken wir hier nochmal nach. Ob wir jetzt hier was haben.
Ja, da hat auf jeden Fall irgendjemand ein bisschen für Ovo Maltin auf der Stulle gehabt, irgendwie, wenn man einfach so, ich geh nach Hause! durch die Wand gelaufen. Ach, schön. Okay. Oh, da wird eben gleich kalt, wa? Wenn man nicht so. Wie Hindernis überwinden? Ja, okay, dann überwinden wir mal das Hindernis. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Nimm den verbrüderten Traktor mit. So, jetzt läuft aber zumindest schon mal ein bisschen schneller. Das gefällt mir. So, ich gehe jetzt mal von aus, dass jetzt hier links und rechts wahrscheinlich nichts weiter Interessantes ist. Mann, da habe ich mich, ey. Das ist halt so eine Schlucht, ne, irgendwie. Das Spiel hat mich jetzt schon, macht mich jetzt schon fertig, wa? Echt, ja? Ja, also, ja, also die... Oh. Wo zum Teufel bin ich? Krass. Also, ich kann mich dem nur anschließen. Die Grafik, sieht einfach mega aus. Also, sieht wirklich mega aus. Ja, ist, du Arsch. Grafik ist echt krass. Genau, die ist recht krass. Ja, wäre mal interessant. Also, wir sind ja mit Mia in Europa. Ja. Wissen wir, wo in Europa? Also, wie lange war jetzt der Blackout? Sind wir jetzt. Also, wir sind mit dem Auto verschleppt worden. Also, wo sind wir hier? Rumänien? Partner oder was soll das sein? This is a good question. So, wenn ihr es wisst, irgendwie haut es mal unten in die Kommentare. Hier unten geht's. Wir wissen es nicht. Oh, hier unten geht's so runter ins Dorf. Irgendwie sieht aber das Dorf nicht sehr einladend aus. Ja, ich denke, wir werden nicht drum rumkommen, Benni. Ja, das Spiel heißt ja nicht umsonst Village. Village. Nicht zu verwechseln mit Visage. So. Hier, ich würde mir hier so einen kurzen gönnen. Zum Aufwärmen. Ich dachte hier, das wären jetzt. Sind das echt. Sind das Klamotten? Ja, sind Hosen. Ja. Ja. Ach du Scheiße, ey. Sind das da vorne eine Schale mit Totenschädeln? Oder Eiern? Ne, mit Schneebällen, oder? Was, oder wie? Ich würde jetzt einfach Schneebälle sagen. Einfach das. Eier. Eier. Die Tür bewegt sich. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hallo? Ah, okay. Ich habe mich verlaufen. Könnten Sie mir weiterhelfen? Warte mal, ist das Vogelfutter? Hirse. Okay. Gibt's hier irgendwas Schönes? Ein Köcherchen? Nee. Hier können wir uns hinsetzen. Gucken wir mal hier rein. Hallo? Jemand da? Oh, guck mal hier wieder. Die Gummistiefel. Ja. Guck dir mal bitte an, irgendwie. Sind Sie unterwegs? Ja, bestimmt. Kann mal sehen, irgendwie, wie der Türrahmen aussieht. Oder Durchgangstür. Oh! Oh! Ja. Hallo? Aber hier, guck mal, so, hier muss jemand gewesen sein. Ja, ist. Oh Gott, was kochen die Leute da bloß? Hat anscheinend sehr gut geschmeckt. Ach, ja, nee, aber hätte man auch mal hier die. Ach du Scheiße. Hätte man auch mal zuspachteln können, war ein bisschen. Die kleinen Lunker. Eine Menge Spachtelmasse. Sieht nur so ein bisschen. Ach, guck mal, das gleiche Bild, ne? Okay. Sieht so aus, als wenn da einer am Bett liegt. Ja, hier hinten, ja. So, einfach umgedreht, ist mir egal. Ich penne jetzt. Oh, was ist hier passiert? Okay, komm, wir wollen uns ja hier gar nicht so. Alles gut, alles. Ich würde ja. Ja, das heißt natürlich im Umkehrschluss warm, wenn die Suppe noch heiß ist. Warten. Da war gerade was. Echt? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich schon. Da ist gerade was am Zaun, rechten Seite. Richtig schön, ja. Ganz schnell lang gehuscht. Nach rechts runter. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gucke jetzt erstmal hier rein. Ich würde gerne so eine Schaufel, irgendwas, Waffe. Ja, weil die Heugabel, Alter. Ja, also. Schaufel. Ich nehme auch die Spritzen als Waffe. Ist mir völlig egal. Hauptsache, ich habe eine Waffe. Ich habe irgendwie. Hallo? Da ist ein Brunnen voller Blut. Toll. Don't enter. Do not enter. Ja, du.
Schnapp, schnapp, ja. Ey, jetzt kommt er hier bestimmt gleich was. Mann, auf! What's it? Was war da? Achso, schließen. Okay, hier finden wir nichts. Dann schließen wir den ganzen Kram wieder. Das wollen wir nicht sehen. Danke. So, hier brauchen wir bestimmt wieder. Irgendwas fehlt. Was könnte es sein? Ein Sinn? Okay. Okay. Also die Dinger da oben kenne ich schon von aus der Demo. Ja, dazu bräuchten wir aber eine Waffe. Dann könnten wir das hier runterschießen und dann könnten wir gucken, was da drin ist. Ah. Ja, stimmt. Das hatte ich in der Demo im Dorf, hatte ich das auch bei uns gehabt. Könnt ihr übrigens auschecken, ne? Bei uns auf dem Kanal. Gerne mal reinschauen. So, da ist ein Schloss. Das finde ich gut. Das heißt, ich komme hier nicht rein. Sehr gut. Und es kommt auch nichts da raus. Noch viel besser. Was denn? Du hast ja gesehen, die rennen einfach durch Wände durch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Vorhängeschloss reicht irgendwie. Na. Okay, können wir nicht durch? Ich würde immer gerne, ne, hier so hochklettern. Aber vorher hätte ich gerne eine Waffe. Wir haben noch nicht mal ein Messer, gar nichts, ne? Wir haben einfach. Nee, also ich guck noch mal ganz kurz. Ist nichts. Nix. Habe ich hier irgendwas? Ich mag anderes? Aber das Kofferprinzip irgendwie. Das haben sie ja schon bei Resident Evil 4 sehr cool gemacht. Hat mir gut gefallen irgendwie. Fand ich von allen Inventar-Designs von Resident Evil am besten. Es ist du konntest alles jetzt in deinem Koffer so zurechtpacken irgendwie. Fand ich super. Fand ich geil. Hat mir gut gefallen. Weil, dass sie so viele Plätze haben? Sieht. Ja, täuscht dich mal nicht irgendwie. Wenn du jetzt ein Gewehr findest, dann sind vielleicht irgendwie 5 Plätze weg oder 6. So, wisst ihr? Also, okay. Eine Munitionspackung, 2 Plätze, also wart halt bei Resident Evil 4 irgendwie. Ich denke mal, dass es hier jetzt genauso sein wird. Hallo? Ah, oh, uns das Haus jetzt hier? Ja, glaube ich. Oh, das Lieblingsspielzeug. Rose ist hier. Anscheinend ist irgendwie die Rose hier. Ja, komm, okay. Lass uns da mal irgendwie Clown. Und über diese Zeichen. Naja. Was ist denn das überhaupt? Sieht aus wie so ein Kind, war mit Wurzeln. Stimmt. Oder irgendwelchen hieroglyphischen Zeichen. Guck mal, hier haben wir wieder ein Klüchen. Können wir bestimmt öffnen. Schloss auf. Verschlossen. Da ist bestimmt besetzt. Sieh mal drauf. Gut. Denn gehen wir zu den Ziegenköpfen, oder was? Na, da will ich gar nicht hin. Aber du sagst, wir folgen der Melodie. Ja, das hat schon bei Far Cry immer so cool funktioniert. Das ist doch. Wer macht denn das? Und wieso vor allen Dingen sind das? Ach, ist das hier wie in der Demo? Die Opferziegen? Stimmt, das kann sein, ja. Also in der Demo war es ja bloß so eine stilisierte Friedhof, Werkstatt und Zeremonienplatz. In der Demo war es ja bloß so eine stilisierte Figur, ne, einer Ziege. Ja, genau, die musstest du ja irgendwie kaputt machen. Das waren ja dann die, wie nennt man das? Die Collectibles? Waren das wirklich, ja, waren das, achso, ja, waren schon. Du musstest die kaputt machen irgendwie. Da vorne ist Licht. Und hier gibt es Bananen. Nee, was ist das? Nee, Mais ist das, wa? Das ist Mais. Lecker Mais. Seht ihr so schlecht? So, guck mal, Bananen. Bananen. Banane. Banane. So, links haben wir wieder ein Schloss, wo wir nicht reinkommen. Hab ich schon gesehen. Aber wir haben hier noch was zu. Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres. Kein Zutritt. Okay. Ja. Gelbe Klebeband ist ja anscheinend ganz groß im Kommen in. Ist auch keine Ahnung, wo wir sind. Anabolien. Aha. Was ist los? Muss aber sagen, das Haus sieht aus wie sonst was, aber dieses Tor mit diesem goldenen Zeichen, wie neu. Klar. Logisch. Ja, vielleicht ist Neuanschaffung, wa? Amazon liefert vielleicht auch dahin. Wer weiß. Ich will da nicht rein, aber wir müssen da rein. Gibt's sowas wie eine Taschenlampe? Ey, das ist verdammt dunkel hier. Okay, jetzt wird's ein bisschen heller. Und wir können auch immer die Kiste aufmachen, oder? Kann das sein?
Sieht zerbrechlich aus. Ja, kann ich... Ich würde gerne draufschlagen oder sowas, aber ich kann nichts machen. Warte mal, ist hier vorne was? Oh, hier ist ein Messer. Messer, Messer. Nimm das Messer. Ja, ja, nimm das Messer. Ja, Messer. Ja, geil ist nicht, wahr? Aber... Wenigstens etwas. Arznei. Arznei, Arznei. Was? Konnten wir zurückgehen und da irgendwas machen? Mit dem Messer? Lass mir ganz kurz überlegen. Nee, wir bräuchten... Okay. Hat sich erledigt? Hat sich schon erledigt, ja, genau. Mist! Mist! So, ihr könnt ja mal auch bitte in die Kommentare schreiben, irgendwie, wie euch die Synchronstimme von Ethan Winters gefällt. Ja, die ist ja, die polarisiert ja sehr stark. Sind sie im Netz. Einfach weggelaufen? Probier doch mal. Oben, dann weißt du, wo sie hin sind. Ja, wie gesagt, die Stimme von Ethan ist, die einen mögen sie, die anderen finden sie... Die ihn mögen sie halt, ne? Muss mal so zu sagen. Also im Englischen ist sie sehr gut. Ich möchte auch dem Synchronsprecher jetzt nicht, wie sagt man denn so schön? Ja, nichts Schlechtes. Nicht böse, nicht Schlechtes, so, aber es ist halt irgendwie, es fehlt mir etwas an Emotionen, muss ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das wusstest war halt auch schon in Teil 7 so. Wusstest du, dass Lara Loft wieder eine Synchronstimme hier drin hat? Ich weiß zwar nicht wann und wo, aber angeblich sollte ich hier auch wieder was synchronisiert haben. Ja, die spricht Stroh. Echt? Nein, kein Stroh! Ah! Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Was ist denn da draußen? Schande, Alter. Eine Leiche? Eine? Mist. Noch mehr. So eine Leiche da ist. Oh Gott, geh weg hier. Hast du die... Alter, das sieht ja mal... Wo ist denn die Flinte? Gib mir mal die Flinte. Ich habe genau 10 Schuss. 20. Also, 20. So, was kann ich untersuchen? Ja, wow. Oh, Herr Choppen. Was? Gott, den verdammt. Halt aus. Ziemlich, wa? Copy and paste? Was für ein... Und hat sie es einfach gemacht. Die sehen wirklich alle gleich aus. Klone. Da hinten bewegt sich Oh, da hinten. Ich schieß drauf. Ich schieß drauf. Gib mir die Steuerung. Gib mir die Steuerung. Ich erschießen. Ah! Warum denn immer die Hand, Alter? Gib mir die scheiß Waffe. Oh Gott, sieht das eklig aus. Das sieht ja mal eklig aus, Alter. Komm, nimm die Waffe. Nimm die ab, Mann, Alter. Das entzündet sich ganz übel. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann nichts machen. Gib mir die scheiß Waffe. So. Klatsch. Nein, ich muss unbedingt... Oh nee, das muss ich ausmachen. Da gibt mir jetzt schon auf den Sack. Zielhilfe an, ja? Ja, das muss ich unbedingt ausmachen. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz was verändern. Also Zielhilfe für die Controller-Spieler, okay. Bei Maus und Tastatur, Horror. Okay, wir sind auf dem Horror-Kanal, also daher ist okay. Ja, das war krass eklig. Guck mal, ob die Flinte da jetzt irgendwie rumliegt. Es hat sich hier was hingefallen. Also hier liegt auf jeden Fall die Munition. Patronen liegen noch rum. Aber
Auf dem Boden? Ich sehe keine Flinte. Oh, nicht wahr? Ich würde liebend gerne die Flinte mitnehmen. Also ich liebe ja, also gut, ja, in Shooter-Games, ne, generell mag ich Flinten. Holzenschneider. So, nice. So Shotguns. Das ist geil. Ja, so also schlunzen, wa? Irgendwie. Ja, einfach reinhauen. Das ist richtig schön. Einfach einen raus meißeln. So. Ja. Nee, aber ja, also Lara Loft hat wieder eine Sprechstimme, ja. Ne, ist weggefressen worden. Ja, Lara Loft hat wieder eine Sprechstimme, ja. Das okay, na, vielleicht erkennt man sie ja. Sie hat ja eine sehr markante Stimme. Hallo, hallo. Oh, guck mal hier. Ah, eine Brennnessel. Komm, nimm mit das Ding. Eine schöne Kraut, da. Das ist das Richtige. Ein paar Äpfel. Schön ein paar Äpfel mitnehmen. Und noch mehr Äpfel hier, guck mal. Genau. Oh, ist das lecker. Was haben wir da? Oh, Chemikalie. Eine Flasche Chemikalie. So, warte mal, jetzt könnten wir doch wahrscheinlich. Also, wir haben hier, okay. 14 Schuss, Messer. Und wir könnten doch jetzt bestimmt. Genau. Arznei herstellen. Hier brauchen wir Schießpulver zweimal und rostige Reste. Okay. So, schätze haben wir nix. Und es gibt ja auch hier mittlerweile wieder so eine Währung. Lei. Lei, lei, lei. Lei, 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 lei. Ja, warum okay. Immer eigentlich die scheiß Hand? Ja. Bei Ethan, ne? Schon immer die linke Hand, Alter. So, lassen wir uns mal hier ein bisschen gucken, ob wir hier noch ein bisschen Munition finden. Oder irgendwas anderes. Steinofen. Was herzustellen. Aber es sieht nicht danach aus. Gehen wir mal zum Türchen und öffnen dies. Jetzt bin ich mal auf die Animation gespannt. Ah, diesmal mit Händen. Achso, war das vorher ohne? Bei Teil 2, also bei den Remakes, bei Resident Evil 2 und Resident Evil 3, ja. Hatten sie eine sehr, sehr coole Bolzenschneider-Animation. Hätte mich jetzt mal gefragt, ob sie die gleiche benutzt haben. Oh, da wurde mit Pfeile geschossen. Was für welche? Oh. Eieieiei. So Ork-Pfeile, ey. So mannsgroße Baumstämme, die hier verschossen werden. Patronen, da würde ich. Warum liegt da einer? Warum ziehst du in sein Rektum? Wo ist er hin? Oh, er wurde wahrscheinlich gerade weggezogen. Entweder die spawnen hier alle sehr schnell, oder er wurde gerade wirklich reingezogen. Ich tippe auf Tor 2. Was ist das? Funkgerät, oder? Das stimmt. Oder ein Radio, wie bei Silent Hill gerade ausschlägt. Da. Bei Monstern an hier sind. Da, wo es grün leuchtet. Da würde ich mir vorstellen, wird wahrscheinlich irgendwie so eine Art Radio oder sowas sein. Oder ein Funkgerät, wie du schon sagst. Das ist ein Funkgerät. Ich laufe mit Absicht, wie gesagt, noch nicht rein. Der einzelne Gummischuh. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Sag mal, kannst du die Fässer messern? Warte. Nee. Adi. Okay, wir haben irgendwas Gelbes hier rechts von uns am Türrahmen. Ja. Achso, ja, das habe ich ja auch gesehen. Du konntest ja hier okay, so ein bisschen Backup schaffen für dich. What? Warum hat es auf einmal aufgehört? Ich habe nichts gedrückt, nichts passiert. Munition! Nehmen wir mit. Wie viel waren es? 10. Bitte? Was? Wie? Kann man denn nicht die Nägel ein bisschen besser und ein bisschen tiefer eintreiben ins Holz und nicht so oberflächlich? Was soll er damit halten? Da könnte mich schon aufregen, wa? Da könnte mich aufregen. Da hält der Puls auf 200. Ei, über uns ist was. Gehen wir doch mal. Warte mal, wie viel Munition habe ich? 19 Schuss. Gehen wir doch mal nach oben. Alter. Freunde, komm mal her. Ich habe eine Pistole. Ja, siehst du, was passiert denn davon? Ich habe eine Pistole. Da ist nochmal Munition. Okay, nochmal Patronen. Chemikalie. Guck mal hier, überall. Da hat er sich einen Vogel schnabuliert. So, ne, ich dachte, er hat sich eher da den Typen reingehämmert, der da an der Tür lag. Ja, aber der ist ja.
Der liegt ja, ja, du hast recht. Ich hatte irgendwie da irgendwelche Rahmen wieder auseinandergenommen. Die Penner, Alter. Ich finde die Magazinwechsel-Animation sehr geil. Ah, da, jetzt liegt er wieder da. Hat er aufgegessen. Ja, er hat auch ein paar Schuss unten, passiert. Unten. Nee, da. Ja, komm her hier. Auch das wäre unten. Ja, und doch, nee, unten jetzt trotzdem noch weiter. Bleib hier in der Ecke. Mist, sie sind da. Überall. Kann ich hier einfach rausrennen? Nee. So, dann kommt mal rein hier, Freunde. Ich hab genau 27 Schuss. Kannst du da hinten über das Fenster abhauen? Ja, das schaffst du nicht irgendwie alle. Dreh dich mal um. Das andere Fenster. Ah, ja, genau. Ja. Geh doch zum Fenster. Geh. Naja. Lass mich die abschießen. Du Wichser, bleibst du liegen. Ich hab gesagt, du sollst liegen bleiben. Nee, ruhig bleiben. Mehr Kontrolle. Headshots. Only Headshots. Ja, ja, hast du ja gesehen. War gerade da. Oh, Palais haben wir bekommen. Vorbei. Es war doch sehr clever. Schon von vornherein hier die Geschichte. Absolut. Ach, guck mal. Ist der Indikator das Radio? Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus. Oben beim Acker. Überlebt? Oben beim Acker. Okay, ich hab überlebt. Komm mal, gehen wir mal zu Luisas Haus. I'm a survivor, I'm a forgiver. So. Oh, ich höre die doch noch. Ich höre die doch noch. Ja, ja. Ich geh mal ganz kurz hier hinten nochmal lang. War nochmal nur um zu gucken. Nee, schade. Dachte mittlerweile könnte ich da durch. Oh, da sitzen sie. Auf dem Weg hinten auch einer. Ja, deswegen gehen wir auch gar nicht da lang, sondern wir gehen erstmal hier lang, weil da ist mich. Oben. Wenn ich jetzt aber schieße, glaube ich, mache ich die aggressiv. Ich denke. Geh mal links rum. Ja, ich will mal ganz kurz gucken, dass ich hier mir einen Fluchtweg aufmache. Mal auf hier. Genau. Dann werde ich im schlimmsten Fall. Oh, warte mal. Ah, zwei so, ja. Scheiße. Ja, jetzt ist halt die Frage. Die werden uns sehen. Ne? Irgendwie, ich gehe mal jetzt von aus, dass sie nicht blind oder irgendwas sind, dass sie nur auf Geräusche achten. Na komm, wir probieren es mal. Ich will die jetzt nicht unbedingt abschießen. Warte mal, stopp, warte mal. Geht er weg? Ja, komm her, du. Okay. Fängst du ein paar, Freundchen? Ja, er geht weg. Bin ja sonst nicht. Ich bin kein aggressiver Typ. Aber ja, hier werde ich aggressiv. Okay, Benni, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ja. So, wollen wir mal ein bisschen spielen, mein okay, Freund? Warum greifen die nicht an? Weiß ich noch nicht. Gott, sehen die widerlich aus. Lauf! Okay, das war scheiße. Das wollte ich aber mal testen. Oh, nimm doch die Flinte! Verdammt! Benni, nimm es! Warte. Kraut. Lalalala. Tür zu. Links nehmen wir jetzt noch Kraut. Warte, kurz. Ich hab nur zwei Schuss mit der Flinte. Da ist er. Oh fuck. Munition. Schießpulver. Super. Mehl, warte mal. Mehl. Ich glaube, wenn die kommen, irgendwie kannst du die mit dem Mehl ablenken. Oder irritieren oder sonst irgendwas. Ja.
Ich verpiss mich. Ich habe leider zu wenig Munition, um. Abteile. Gibt's denn sonst noch? Es nimmt kein Ende. Ja, das sehe ich genauso. Dann nochmal die Säcke anschneiden, vielleicht können wir durch die Mehlwolke entkommen oder so. Alter. Was geht denn hier? Okay. Okay. Tschüss. Nein. Okay. Mach zu, du Brett. Kann ich nicht? Schrank vor, schnell den Schrank vor, Benny. Den Schrank. Ja, ist okay. Grüß dich. Nee, push mich nicht, Mann. Los. Ich mach den kaputt, Junge. Oh Gott. Nicht sowieso hier. Komm hier weg hier. Das sind richtig viele, wa? Alter. Ich wüsste, was ich machen könnte, aber davor habe ich ein bisschen Angst. Nee, warte, warte. Wenn die sich vorne sammeln, wird das ganz gut. Und wir gucken mal vorne nochmal schnell, was in der Kiste drin ist. Weil wenn die sich nachher da durchprügeln... Erstmal hier Munition mitnehmen. Schießt auf das rote Fass. Ja. Oh Gott. So, komm du her hier. Fängst hier mal. Wow! Was bist du denn für ein... Hol jetzt nicht die Kiste. Und Leiter hoch. Hallo! Alles shitty McTini hier. Wo muss ich denn hin? Piss dich. Ich hab nur noch einen Schuss. Dem, 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 Panik! Da sind noch welche. Bumm! Ist der. Hilft der mir oder hilft er mir nicht? Weg da! Können wir wieder zurück zu dem Haus? Ja, ja, ich bin nur auf dem Weg. Schnibbi, lass mich in Ruhe. Versuch die mal eher zu umlaufen. Einfach um ein bisschen Munition zu sparen. What? Auf Wiedersehen. Stop, stop, stop.